herzlich willkommen. Das Thema nämlich ist heute hervorragend. Persönlich habe ich großes Interesse an dem ganzen Thema, habe auch selbst tatsächlich einige Erfahrungen. Und zwar geht es um das ganze Thema Steuern als digitaler Nomade oder um es mal sozusagen als ortsunabhängig arbeitender Freelancer, Online-Unternehmer, wie auch immer, gerne auch vor Ort Unternehmer. Aber da gibt es steuerlich durchaus einige Herausforderungen, weil das deutsche Steuerrecht einfach schon ein paar Jahrzehnte alt ist und nicht darauf ausgelegt ist, dass jemand mit seinem Laptop und seinem Handy sich auf der Welt bewegt und dann irgendwie steuerlich erfasst werden muss. Das heißt, da gibt es eine ganze Reihe an Herausforderungen. Und die schauen wir uns einmal an. Ich werde euch jetzt hier nicht erzählen, wie ihr eine Panama, keine Ahnung, mit einer US-LLC in Panama euch registriert, um überhaupt nie wieder Steuern zu bezahlen. Ich werde das ganze Thema kurz anreißen, welche Möglichkeiten es wie gibt. Mir geht es vor allen Dingen um andere Dinge, und zwar, wie kriegt ihr das eigentlich hin, dass ihr euch aus Deutschland entfernt, das heißt nicht mehr steuerpflichtig werdet, oder wann seid ihr eigentlich in Deutschland steuerpflichtig? Deswegen interessiert es mich sehr, sind ja gerade ein paar da, schön, dass ihr den anderen Stream jetzt auch gefunden habt, wenn ihr einfach mal kurz reinschreibt, wie seid ihr in Deutschland gerade gemeldet? Seid ihr international irgendwie vielleicht schon unterwegs? Das heißt, wo steht ihr gerade in dem ganzen Themenbereich ortsunabhängiges Arbeiten? Vorweggestellt an dieser Stelle nämlich auch noch einmal, ich habe das selbst auch schon eine ganze Weile gemacht. Ich habe ungefähr 2 Jahre im Ausland gelebt. Ich war offiziell wohnhaft auf den Philippinen. Das hatte keine steuerlichen Gründe. Ich erzähle euch nachher auch gerne einmal, wie ich das gemacht habe oder für mich gelöst habe, diese ganze Steuerproblematik. Sondern ich bin in erster Linie wegen dem Wetter und den schönen Sandstränden dahin gezogen. Und da ich in der Lage war, online digital zu arbeiten, gab es für mich keinen Grund, in Deutschland zu sitzen. Und deswegen kenne ich mich damit auch persönlich aus, und weil ich auch das eigentlich auch für mich selber herausgefunden habe und natürlich auch in der ganzen Szene der digitalen Nomaden unterwegs bin, und kenne ich natürlich einige Leute. Es gibt ja auch eine ganze Reihe an Events gehabt, die ich auch in der Vergangenheit immer mal wieder besucht habe und auch heute immer noch mal wieder hingehe, weil ich diesen ganzen Trend des ortsunabhängigen Arbeitens persönlich, privat auch einfach sehr, sehr spannend finde. Und deswegen habe ich auch ein großes persönliches Interesse an dem ganzen Thema. Ich möchte ein paar Punkte heute einmal ansprechen, und zwar einmal das ganze Thema Steuerpflicht in Deutschland, das habe ich schon angesprochen. Entscheidend nämlich, bevor ihr irgendwo im Ausland, sei es in Estland, Zypern, Malta, USA, Kanada, wo auch immer, Panama, euch steuerlich registriert, Dubai auch ein ganz beliebtes Ziel, solltet ihr natürlich zusehen, dass ihr nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig seid. Weil solange ihr in Deutschland steuerpflichtig seid, helfen euch ausländische Gesellschaften überhaupt gar nicht. Und damit kommen wir auch zum zweiten Punkt, den wir uns heute angucken wollen, ist ausländische Gesellschaften als Steuersparmodell. Wann ergeben sie Sinn? Wann ist es echt eine dumme Idee, sowas zu gründen? Dann wollen wir uns den nächsten Schritt anschauen. Wie kommt ihr denn, wenn ihr in Deutschland steuerpflichtig wart oder seid oder wie auch immer? Worauf müsst ihr achten, wenn ihr euren Sitz quasi ins Ausland verlagert? Und dann möchte ich einmal auch auf die häufigsten Fehler eingehen, weil also gerade häufigste Fehler in Bezug auf das ausländische Setup. Das heißt, was macht ihr da im Ausland und was sehe ich einfach, dass da sehr, sehr häufig falsch gemacht wird. Ich kann euch jetzt natürlich nicht innerhalb von 40, 50 Minuten einfach alle weltweit möglichen Konstellationen von Rechtsformen und Ländern vorstellen. Das ist vollkommen unmöglich. Ehrlicherweise mangelt es da auch gar nicht so sehr an Informationsangebot. Das heißt, wenn ihr einfach mal googelt, ich gebe euch in diesem Webinar tatsächlich einige Keywords und Begriffe, die ihr unbedingt suchen solltet, wenn ihr euch damit beschäftigt. Da gibt es tatsächlich zum Thema ausländisches Setup sehr, sehr viele Informationen. Was halt häufig vergessen wird, sind die anderen Punkte vorher. Deswegen ist mein Ziel für heute tatsächlich auch, dass ihr aus dem Webinar rausgeht und wisst, worauf ihr achten müsst, um es in Deutschland rechtlich sicher hinzubekommen, also euren Abschied rechtssicher zu machen. Und vielleicht auch mit einigen Mythen aufzuräumen, weil es gibt gerade in dem Bereich, um es mal sehr deutlich zu sagen, so viel Bullshit im Internet, das ist echt nicht mehr, also es ist echt gruselig, und damit möchte ich ein wenig
aufräumen. Kommen wir aber zum ersten Punkt, und zwar erstmal auswandern, um Steuern zu sparen. Das liest man gerade so in Social Media Gruppen und so weiter immer wieder. Wäre doch einfach alles ganz toll, kann ich doch einfach ins Ausland ziehen. In Deutschland liegt der Steuersatz bei bis zu 45%. Wenn man ganz gut verdient, 45% ist dann auch nur die Einkommensteuer. Darauf kommt dann natürlich noch, zumindest bei dem hohen Einkommen, das man denn dafür braucht, der Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer. Das heißt, man liegt bei ungefähr 50% Steuern in Deutschland. Wenn man jetzt auch noch alle möglichen anderen Steuern dazu rechnet, also wenn man seinen Bruttobetrag nimmt, dann muss man sich ja mal überlegen, man führt ja dann auch noch Umsatzsteuer ab und so weiter. Das heißt, es gibt durchaus, ich würde mal sagen, Rechenmodelle, wo man da hinkommt und sagt, ey, insgesamt zahlt man in Deutschland mit direkten Steuern, indirekten Steuern und so weiter wahrscheinlich 60-70% Steuern. Einiges ist natürlich so Horror-Geschäftsmodelle oder ich würde mal sagen Horror-Berechnungsbeispiele, um das wirklich ganz katastrophal zu machen. Aber es stimmt schon, in Deutschland zahlen wir relativ viel Steuern, aber auch nicht die höchsten Steuersatz. Das heißt, wenn ihr in andere Länder zieht, sei es Frankreich oder Belgien oder solche Länder, da wird in der Regel noch mehr Steuern fällig werden. Das heißt, nicht aus pauschal, das Ausland ist nicht pauschal günstiger als Deutschland. Das definitiv nicht. Was zum Beispiel auch der Fall ist, deswegen habe ich gesagt, in Deutschland liegt der Steuersatz von 0-45%. Der Grundfreibetrag, der liegt bei ungefähr 10.000 Euro, der wird jedes Jahr ein bisschen angehoben. Da bezahlt ihr gar nichts. Das ist quasi euer Gewinn. Das heißt, wenn ihr sowieso da drunter seid, zahlt ihr auch in Deutschland überhaupt gar keine Steuern. Und da kommen wir auch so ein bisschen zu dem Punkt, wo ich sage, Steuern sparen um jeden Preis ist es halt auch nicht wert. Das heißt, ihr solltet nicht auswandern, nur um Steuern zu sparen. Das ist die falsche Motivation und wird euch in eurem Leben auch eher unglücklich machen. Und auch einfach sich in Deutschland anzumelden, quasi aus Deutschland abzumelden oder eine ausländische Gesellschaftsform zu gründen und in Deutschland nach wie vor zu wohnen, ist auch eine echt blöde Idee. Ich habe euch mal ein paar Beispiele, ich würde mal sagen, so die häufigsten Beispiele, das heißt für diejenigen von euch, die sich einfach mit dem Thema mal beschäftigen wollen und sich mal reinlesen wollen, welche Modelle es gibt, habe ich mal, ich würde mal sagen, so die häufigsten und beliebtesten Modelle, die es gerade so gibt, aufgelistet. Das heißt, in anderen Ländern liegt der Steuersatz zum Teil deutlich niedriger als in Deutschland, zum Teil auch einfach 0%. Und was da relativ häufig zum Beispiel genannt wird, ist die US-LLC, das heißt gerade in Delaware, eine Hongkong Limited, habe ich auch relativ häufig schon gesehen, in Estland. Estland ist ein unglaublich digitales Land, das ist echt Wahnsinn, was die an Digitalisierungsfortschritt schon haben. Da gibt es auch eine Rechtsform, die attraktiv sein könnte. Dann gibt es eine Kanada-LLP, die auch immer wieder genannt wird. Panama ist, glaube ich, so das Klischee-Steuerparadies, was es nur irgendwie gibt. Dubai sieht man gerade bei ganz vielen Influencern, die auch aus steuerlichen Gründen nach Dubai ziehen. Und es gibt aber auch in Europa, auch innerhalb der EU, einige Länder, die haben einfach einen deutlich niedrigeren Steuersatz. Zum Beispiel Zypern, Irland, Malta und so weiter, Luxemburg und so weiter. Kommen wir nämlich zu dem Punkt dazu, was muss man eigentlich machen, wenn man vorgeht? Und du kannst auch in anderen Ländern wohnen und trotzdem nach wie vor in Steuern steuerlich in Deutschland alles noch machen und so weiter. Die ganzen nächsten Minuten würde ich gerne einmal aufbauen, so in drei Phasen. Das sind so die drei Phasen und das sind auch die drei Schritte, die du immer durchdenken solltest, wenn du dich steuerlich woanders melden möchtest, solltest, willst, wie auch immer. Oder auch wenn du umziehst. Also es kann ja auch sein, dass du auswanderst aus Gründen, weil du zum Beispiel auf Zypern einfach schöneres Wetter hast, weil das Mittelmeer echt wahnsinnig schön ist. Und Zypern, das Essen schmeckt auch gut. Auf Zypern war ich auch schon ein paar Mal. Oder wie ich auf den Philippinen. Ich habe keine Ahnung, wie das steuerliche System eigentlich auf den Philippinen ist. Ich habe da aber eine Weile gewohnt. Und steuerlich ist das gar nicht so simpel, immer woanders hinzugehen. Und es gibt drei Schritte, teilweise auch noch mehr Schritte, aber drei Schritte, die musst du immer beachten. Und der erste Schritt ist die Steuerpflicht in Deutschland. Um auszuwandern, um quasi auch deutsche Steuern zu vermeiden, musst du erstmal im allerersten Schritt deine Steuerpflicht in Deutschland beenden. Solange du in Deutschland steuerpflichtig bist, hilft es dir überhaupt nicht, irgendwas zu gründen im Ausland. Dann musst du quasi, sobald du die Steuerpflicht in Deutschland beendet hast, dann musst du dir Gedanken machen, wie kommst du raus aus dem Land.
Also dein Wohnsitz und dein Sitz deines Unternehmens. Wie bewegst du das raus aus Deutschland? Da gibt es nämlich auch einige Regelungen, die du da beachten musst, zum Beispiel das ganze Thema Wegzugsbesteuerung. Du kannst nicht einfach dein Unternehmen, was in Deutschland registriert ist und in Deutschland einen Wert aufgebaut hat, ein Vermögen aufgebaut hat, das kannst du nicht einfach nehmen und in einem anderen Land anmelden und dann davon ausgehen, dass du darauf keine Steuern zahlen musst. Das heißt, diese Bewegung ins Ausland, da fallen häufig auch Steuern an. Und das sollte dir bewusst sein. Und der dritte Schritt erst ist dein Setup im Ausland. Das heißt, welche Rechtsformen du nimmst, wo meldest du dich und so weiter. Und diese Schritte musst du bitte auch in dieser Reihenfolge machen. Wenn du erst anfängst, einfach im Ausland eine Gesellschaft zu gründen, dann hast du den größten Fehler eigentlich schon erledigt. Und deswegen bitte, bitte diese Reihenfolge einhalten. Und jeder Schritt ist auch wichtig und darf nicht ausgelassen werden. Warum das so ist, dazu komme ich nachher noch, aber hier an dieser Stelle schon nur ein kleiner Hinweis schon mal. Wenn du zum Beispiel jetzt hingehst und eine ausländische Gesellschaft gründest, beispielsweise estnische Gesellschaft, aber in Deutschland wohnhaft bist, wie ich zum Beispiel. Mein Wohnsitz und mein Betriebssitz ist in Berlin. Wenn ich jetzt denke oder irgendwo im Internet lese, dass Estland ja super steuersparend ist und günstig ist und mir dann eine estnische Gesellschaft anlache, dann führt es überhaupt nicht dazu, dass ich in Estland irgendwie steuerpflichtig bin. Dann habe ich einfach eine estnische Gesellschaft mit Sitz in Deutschland, weil ich ja tatsächlich immer noch selbst in Deutschland bin und muss dann mit meiner estnischen Gesellschaft mich in Deutschland steuerlich registrieren und auch in Deutschland Steuern zahlen. Das heißt, einfach nur die ausländische Gesellschaft hilft dir gar nicht, weil es ist der dritte Schritt und du hast den ersten Schritt und den zweiten Schritt, sprich die Steuerpflicht in Deutschland und die Wegzugsbesteuerung, einfach ignoriert. Diese drei Phasen gehen wir einfach mal Schritt für Schritt gemeinsam durch. Die erste Phase ist die Steuerpflicht in Deutschland. Damit solltest du dich auf jeden Fall beschäftigen. Der Grundgedanke hinter Steuersystemen, auch weltweit, ist, dass du Steuern da bezahlen sollst, wo die Wertschöpfung stattfindet. Das heißt, da wo Einkommen generiert wird, da müssen auch Steuern gezahlt werden. Das bedeutet speziell für Deutschland. Wenn du einen Wohnsitz hast in Deutschland, dann bist du in Deutschland steuerpflichtig. Das heißt, Wohnsitz bedeutet eine Wohnung. Das heißt, du hast wirklich eine Wohnung mit einem Bett, mit deinem Kleiderschrank, das heißt, da wo du wirklich eine Wohnung hast, da ist dein Wohnsitz. Auch wenn du da gemeldet bist, dann hast du diesen Sitz da und dann bist du in Deutschland steuerpflichtig. Das heißt, auch mit einer estnischen Gesellschaft oder einer Hongkong Limited oder was auch immer, wenn du in Deutschland wohnst, musst du, dann hast du zwar eine tolle, fancy ausländische Gesellschaft. Du musst aber trotzdem in Deutschland Steuern bezahlen, weil dein Wohnsitz und dein Sitz quasi dann in Deutschland ist und dann musst du auch da die Steuern zahlen. Wenn du keine Wohnung hast, aber lange in Deutschland bist, einer 83 Tage, und zum Beispiel, keine Ahnung, bei deiner Mama auf der Couch wohnst oder in deinem Kinderzimmer immer noch mal wieder bist oder in eine WG hast und da immer unterkommen kannst oder wenn du auch verheiratet bist und dein Ehepartner quasi eine Wohnung hat und du kannst da immer unterkommen und es ist nicht deine Wohnung, also es ist nicht dein Wohnsitz, aber du bist halt so häufig da, dass du da wohnst, dann hast du einen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland. Auch dann bist du in Deutschland steuerpflichtig. Auch dann musst du Steuern auf dein Einkommen in Deutschland zahlen. Und zwar auf dein Welteinkommen, sagt man so. Welteinkommen bedeutet auf das ganze Geld, was du weltweit irgendwie verdienst. Da sind es nicht steuerfrei ausgenommen, irgendwelche Einkünfte, die du woanders hast. Das ist im Einzelfall in bestimmten Ländern und so weiter nochmal ein bisschen anders. Das steht in den sogenannten Doppelbesteuerungsabkommen. Das ist das, was die Länder untereinander vereinbaren, welche Einkunftsarten wo versteuert werden müssen. Aber grundsätzlich kannst du dir merken, mit dem Wohnsitz, aber selbst wenn du keinen Wohnsitz hast, mit dem Aufenthalt, gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland, bist du steuerpflichtig. Aber auch wenn du nicht in Deutschland wohnst, das heißt, wenn du nicht deinen Sitz oder deinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hast, aber in Deutschland Einkommen hast, dann musst du unter Umständen darauf Steuern zahlen. Dann bist du quasi beschränkt steuerpflichtig. Und deswegen gibt es so drei unterschiedliche Kategorien an Steuerpflicht in Deutschland. Das erste ist, wenn du einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hast, vollkommen egal, mit welcher Rechtsform du hier bist, musst du in Deutschland Steuern bezahlen. Und zwar auf dein Welteinkommen. Welteinkommen heißt wirklich alles, was du weltweit irgendwo für Dienst musst du in Deutschland versteuern. Die zweite Möglichkeit ist die beschränkte Steuerpflicht. Das ist das, wenn du zum Beispiel im Ausland wohnst, aber in Deutschland Einkommen hast. Dann musst du darauf in Deutschland Steuern bezahlen.
ganz, ganz häufiges Beispiel, also wirklich, glaube ich, mit Abstand das häufigste Beispiel ist, zum Beispiel, wenn du zum Beispiel auf Zypern wohnst, aber in Deutschland Kapitalanlagen hast. Das heißt, du hast in Deutschland Kapitaleinkünfte, dann behält die Bank ja 25% Kapitalertragsteuer ein. Das macht sie natürlich auch, wenn du auf Zypern zum Beispiel wohnst. Wie gesagt, das kann auch ausgenommen sein, das steht dann in den Doppelbesteuerungsabkommen. Ich kann dir jetzt nicht alle Doppelbesteuerungsabkommen aufzählen, weil Deutschland hat mit fast allen anderen Ländern oder mit sehr, sehr vielen anderen Ländern auf dieser Welt so ein Doppelbesteuerungsabkommen. Ich habe das früher mal ein paar Jahre beruflich gemacht, dass ich mich immer durch die ganzen Dinger durchgelesen habe. Aber ich kann jetzt natürlich keine 200 Doppelbesteuerungsabkommen auswendig euch vorbeten, in welchem Land wo jetzt was geregelt ist. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, und das ist natürlich für viele Leute, die quasi aus der Motivation heraus ins Ausland gehen, du bist einfach nicht steuerpflichtig. Das heißt, wenn du auf Zypern wohnst, in Zypern dein Einkommen hast und überhaupt nichts mit Deutschland mehr zu tun hast und tatsächlich auch auf Zypern bist, da deine Wohnung hast, da auch viele Teile des Jahres bist, dann bist du natürlich nicht in Deutschland steuerpflichtig. Weil, warum solltest du? Sonst wäre ja jeder Mensch, der in Zypern wohnt, müsste dann in Deutschland Steuern zahlen. Ergibt überhaupt keinen Sinn. Deswegen, du kannst natürlich auch einfach in Deutschland nicht steuerpflichtig sein. Und das ist ja natürlich für viele Leute attraktiv. Rolf ist auch wieder da. Herzlich willkommen, Rolf. Und ein Punkt, den ganz, 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 ganz viele Leute missverstehen, auf den ich aber hier an dieser Stelle noch einmal eingehen möchte, auch wenn ich es eben schon mal gesagt habe, ist, es reicht nicht ausdrücklich nein, wenn ihr einfach eine ausländische Gesellschaft gründet. Weil dann macht ihr den Schritt 3, ihr vergesst aber den Schritt 1 und 2. Und zwar die quasi das Vermeiden der Steuerpflicht in Deutschland und den Wegzug irgendwie steuerlich günstig zu machen. Das heißt, bleiben wir aber beim Beispiel Estland, weil das bekomme ich tatsächlich auch unter diesen Videos auf unserem Kanal immer mal wieder als Kommentar. Wenn ich sage, so kannst du in Deutschland Steuern sparen, höre ich ganz häufig, wer wirklich Steuern sparen will, der gründet in Estland eine Gesellschaft und ist dann quasi steuerlich freigestellt. Nein, stimmt so nicht, weil wenn du eine estnische Gesellschaft gegründet hast und in Deutschland nach wie vor deinen Wohnsitz hast, dann hast du halt eine Betriebsstätte in Deutschland, du hast auch den Sitz der Geschäftsleitung, weil wenn du alleine arbeitest, dann bist du in Deutschland, also dann hast du nach wie vor deinen Sitz, damit hat deine estnische Gesellschaft in Deutschland den Sitz der Geschäftsführung und bist damit in Deutschland steuerpflichtig. Das heißt, du musst dann mit deiner estnischen Gesellschaft in Deutschland Steuern bezahlen, was ein echt blöder Move ist, weil dann musst du auch erstmal einen Steuerberater finden, der sich mit diesen estnischen Rechtsformen im deutschen Steuerrecht auskennen, weil das machen halt nicht viele, aber du sparst dadurch nicht wirklich Steuern. Das heißt, grundsätzlich kannst du dir merken, wenn du in Deutschland wohnst und deutsche Kunden bedienst und dann eine estnische oder dann eine ausländische Gesellschaft gründest, dann ist das meistens nicht besonders vorteilhaft für dich. Denkbar sind solche ausländischen Gesellschaften natürlich dann immer, wenn du in der Welt unterwegs bist oder wenn du in diesen entsprechenden Ländern einfach wohnst. Das heißt, dann aber, ganz wichtig, ist Schritt 1 und 2 müssen vorher gemacht werden. Und genau die wollen wir uns natürlich anschauen. Was auch wichtig ist an dieser Stelle und was ich auch immer wieder höre, ist tatsächlich der ganze Punkt Briefkastenfirma. Weil wenn ihr mal googelt, all das, was ich gerade, also das alles, was ich erwähnt habe, so die US-Gesellschaft, Panama, Dubai, Zypern, Irland und so weiter, wird ja tatsächlich auch beworben ohne Ende. Und es gibt auch irgendwie vermeintlich super attraktive Angebote, wo man alles in einem Package quasi kaufen kann. Die rechtliche Vertretung, die steuerliche Anmeldung, inklusive Briefkastenfirma in dem jeweiligen Land. Weil ich kann ja in Deutschland auch eine estnische Gesellschaft mit einem Briefkasten mieten und dann habe ich da ja meinen Sitz. Der Gedanke hinter all den Steuersystemen ist aber, du sollst in dem Land, wo der Wert erschaffen wird, die Steuern bezahlen. Und in deinem Briefkasten wird keine Substanz erschaffen oder keinen Wert erschaffen. Und deswegen bist du da genau genommen nicht steuerpflichtig. Das heißt, wenn du irgendwo anders tatsächlich Steuern zahlen möchtest, weil das für dich steuerlich günstiger ist, dann solltest du in diesem Land Substanz schaffen, um dort auch tatsächlich steuerpflichtig zu werden. Bei vielen digitalen Geschäftsmodellen, das heißt, wenn ich als Freelancer arbeite, ist das natürlich nicht sinnvoll, Substanz zu schaffen. Weil was ist Substanz? Ein Gebäude. Ich setze da Mitarbeiter in ein Büro. Also wenn ich zum Beispiel auch unterwegs bin viel und ich gründe eine estnische Gesellschaft und öffne da ein Büro und da setze ich 20 Mitarbeiter rein, dann habe ich da ja Substanz geschaffen. Dann habe ich da ein Unternehmen aufgebaut und dann bin ich auch in Estland steuerpflichtig, auch wenn ich vielleicht persönlich nicht in Estland bin. Das ergibt sich bei wahnsinnig vielen Freelance-Geschäftsmodellen, ergibt das nicht wirklich viel Sinn.
Es kann aber unter Umständen Sinn ergeben, sich dann eine Wohnung zu nehmen. Das heißt, tatsächlich seinen Wohnsitz da zu haben, um da steuerpflichtig zu sein. Weil wenn man es mal rein theoretisch betrachtet und du gar keinen Wohnsitz hast und du einfach die ganze Zeit irgendwie unterwegs bist, das heißt, du schaffst nirgendwo wirklich Substanz, dann arbeitest du halt immer da, wo du bist. Und damit wäre dein Betriebssitz da, wo du sitzt, mit diesem Laptop. Das heißt, deine Betriebsstätte reist quasi immer mit dir mit. Und wenn du denn irgendwo Südostasien-Trip machst, von den Philippinen nach Vietnam, nach Thailand, nach Indonesien und Singapur, Bali ist Indonesien, wenn du da ständig rumreist, und quasi dein Business reist mit dir rum und du hast nirgendwo deinen steuerlichen Sitz, dann verlagert sich deine Betriebsstätte rein theoretisch immer. Und du musst dich zumindest mit den einzelnen Ländern und dem Steuerrecht beschäftigen, ob du dich da nicht jeweils immer registrieren musst. Und um das zu vermeiden, dass du quasi deine Betriebsstätte mit dir mitnimmst und in jedem Land, in dem du bist, erstmal überprüfen musst, muss ich mich jetzt registrieren, wie läuft denn das, und quasi auch in jedem Land erstmal einen einzelnen Steuerberater findest, ist es sinnvoll, dass du quasi einmal den Anker auswirfst und irgendwo quasi dich steuerlich registrierst. Und das kann zum Beispiel Zypern sein. Das kann zum Beispiel auch Panama sein. Das kann auch Malta sein. Malta mag ich persönlich auch sehr. Ist mir ein bisschen zu wenig grün, aber ist auch ganz schön. Das heißt, wenn du tatsächlich auswanderst und woanders wohnst, dann überlege dir, ob du dich nicht irgendwo steuerlich tatsächlich fix fest registrierst. Und idealerweise in diesem Land, in dem du dann bist, bekommst du so eine Art, so eine Ansässigkeitsbescheinigung. Das heißt, die Steuerbehörden oder ja, die Behörden, die stellen dir eine Bescheinigung aus, dass du in diesem Land tatsächlich auch ansässig bist. Da hat natürlich jedes Land unterschiedliche Rahmenbedingungen, woran das geknüpft ist. In den meisten Fällen ist es so, dass du 183 Tage im Jahr in diesem Land sein musst. Und dann bist du dort steuerpflichtig. Das heißt, du kannst gerne auf den Philippinen sein, am Sandstrand, auf dem Sandstrand liegen. Wenn du aber eine Wohnung hast, einen Wohnsitz hast auf Zypern, und auf Zypern, bei Zypern ist es weniger als 183, auf Zypern aber beispielsweise 190 Tage bist, dann bist du steuerpflichtig auf Zypern und dann zahlst du auf Zypern deine Steuern und nicht auf den Philippinen. Und das ist relativ wichtig. Und das ist ehrlicherweise auch genau das, was ich gemacht habe. Ich war zwar unterwegs, ich war auch auf den Philippinen, ich war auch in Indonesien, Bali, Thailand und so weiter. Ich hatte aber in Deutschland immer eine Wohnung und ich war auch in Deutschland immer steuerpflichtig. Das heißt, ich wollte in erster Linie in diese Länder, weil ich einfach lieber in der Sonne war und ich das einfach für eine Weile schöner fand, nicht in Deutschland zu sein, sondern diese Freiheit genießen wollte, tatsächlich überall zu sein, wo ich kann und von da zu arbeiten. Und das hat auch hervorragend funktioniert. Aber ich habe tatsächlich ein WG-Zimmer durchgehend in Deutschland gehabt mit einem Wohnsitz in Deutschland, und damit war ich nach wie vor unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland und habe bei beim ganzen Sonnenschein auf den Philippinen einfach durchgehend in Deutschland Steuern gezahlt, weil ich durchgehend in Deutschland steuerpflichtig war. Und ehrlicherweise ist gerade, wenn du überlegst, ob du vielleicht Deutschland verlässt oder als digitaler Nomade durch die Welt zu reisen, ist das vielleicht für die ersten Monate auch ja der beste Tipp. Schmeiß nicht sofort alles über den Haufen, bevor du nicht wirklich sicher weißt, dass du wirklich auch ernsthaft also wirklich auswandern möchtest, im Sinne von, dass du dein gesamten Leben, dein Lebensmittelpunkt quasi ins Ausland verlagerst. Wenn du das machst und dir da sicher bist, dann tu das. Aber du kannst auch im Ausland sein, ohne quasi alles dich steuerlich sofort woanders zu melden. Und das kostet dann vielleicht halt die Kosten eines WG-Zimmers oder was auch immer, dass du da dann deinen Sitz nach wie vor in Deutschland hast. Aber du kannst es erstmal ausprobieren, weil sein Lebensmittelpunkt in ein anderes Land zu verlagern, ist halt ein sehr großer Schritt. Und ich sehe das relativ häufig. Ich sehe das nur. Welch sonniges Gemüt, der Melchior. Das kommt von den Philippinen. Die Sonne hat gut getan. Deswegen überlege es dir, und deswegen rate ich jedem, für den das interessant ist, überlegt euch wirklich, ob ihr das machen wollt, oder probiert es einfach mal aus. Ihr könnt ohne Probleme, und da komme ich auch zurück zu auf deiner Frage, Jonas, wenn du nach Zypern gehst, probier es erstmal aus. Behalte erstmal einen Wohnsitz in Deutschland, bist nach wie vor in Deutschland steuerpflichtig, und dann
Schau es dir an. Zypern ist gar nicht so sonnig, wie es immer scheint manchmal. Also ich kann gut verstehen, ich habe auch ein paar Freunde, die auf Zypern wohnen tatsächlich. Und ich habe auch ein paar Freunde, die sind da nicht so hundertprozentig glücklich, weil es ist halt auch andere klimatische Bedingungen, andere Infrastruktur. Gerade so das soziale Miteinander ist anders als halt es ist in Berlin beispielsweise. Und einfach nur eine Gesellschaft da zu gründen und dann zu denken, dass man es da steuerpflichtig ist, nicht der Fall. Ihr müsst tatsächlich euren Lebensmittelpunkt dann dahin verlagern. Deswegen, Jonas, überlegst dir, also was heißt überlegst dir, probier es einfach aus. Fahr hin, behalte deinen Wohnsitz in Deutschland, zahl erstmal Steuern, wenn du nach 3, 4, 5 Monaten, 6 Monaten sagst, ehrlicherweise bei mir in Asien war es der Fall, nach 6 Monaten habe ich gedacht so, war jetzt schön, reicht aber jetzt auch, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Gut, es hat noch ein paar Monate gedauert, bis ich tatsächlich wiedergekommen bin, aber ich bin tatsächlich dann nach einer Weile wiedergekommen, weil ich einfach gesagt habe, es ist schön und ich liebe auch diese Freiheit, jederzeit dahin gehen zu wollen. Ich möchte aber nicht meinen Lebensmittelpunkt da tatsächlich hin verlagern. Deswegen überlegt euch wirklich am Anfang, wollt ihr das wirklich? Probiert es einfach aus. Ihr müsst nicht sofort alles abbrechen hier, um es nicht einfach mal auszuprobieren. Aber Jonas, um deine andere Frage zu beantworten, wenn du jetzt quasi nach Zypern gehst und da eine Gesellschaft gründest oder dich da selbstständig machst und mit einer wie heißt denn das, zypriotischen Gesellschaft, wenn du dich da anmeldest und da dein Business hast, dann zahlst du auch in Deutschland keine Steuern und natürlich können wir als deutsche Steuerberatungsgesellschaft dir nicht mit deiner Selbstständigkeit in Zypern, mit deinem Business in Zypern, mit der Zypern-Steuer können wir nicht helfen. Ehrlicherweise, ich habe davon keine Ahnung. Ich weiß ganz grob, wie das System funktioniert. Ich könnte dir aber niemals eine Steuererklärung für Zypern erledigen. Und auch das Bankkonto, das deutsche Bankkonto, also das Kontist-Konto, ist natürlich auf das deutsche Steuerrecht ausgelegt. Das heißt, auch damit kommst du nicht so wirklich richtig weit, wenn du in Deutschland gar nicht mehr steuerpflichtig bist. Eröffnen kannst du es grundsätzlich, aber es wird dir halt nicht so besonders viel helfen. Es gibt nämlich eine Meldepflicht, wenn du Deutschland verlässt. Ganz konkret, wenn ihr euch dazu einlesen wollt, da gibt es unglaublich tiefgehende Informationen. DAC6 solltet ihr dazu mal googeln. Das ist eine EU-Richtlinie, Anordnung, was auch immer. DAC6 auf EU-Ebene müsst ihr einmal googeln, wenn ihr euch darüber informieren wollt. Wenn ihr das nicht meldet, dann droht euch Geldstrafen bis zu 25.000 Euro. Das heißt, ihr müsst da tatsächlich, müsst das melden, wenn ihr quasi ins Ausland geht. Solltet ihr auch unbedingt melden. Und dann unterscheidet man im Wesentlichen zwei Arten, ich würde mal sagen, an steuerlicher Sitzverlegung und wie sie steuerlich gehandhabt werden. Und zwar einmal die Wegzugsbesteuerung. Das ist in der Regel der Fall bei Kapitalgesellschaften. Wenn ich zum Beispiel eine GmbH habe und ich ziehe selbst ins Ausland, auch wenn die GmbH in Deutschland, also die deutsche Gesellschaft in Deutschland bleibt, ich aber als Gesellschafter ins Ausland ziehe, dann, das heißt, der Inhaber verlegt seinen Sitz, seinen Wohnsitz ins Ausland. Dann geht quasi die Substanz und damit da kommt die Überleitung die Antwort auch auf deine Frage. Du hast ja eine gewisse, mit einem Unternehmen eventuell eine gewisse Substanz in Deutschland geschaffen. Substanz bedeutet, du hast etwas aufgebaut. Du hast einen Kundenstamm, du hast eine Social-Media-Reichweite, du hast einen Newsletter-Verteiler, du hast eine Marke, die gut funktioniert, du hast, was kann man denn sonst noch so haben? Man kann deine Webseite, die Reichweite hat, die natürlich einen Wert hat. Das alles, diese Unternehmenssubstanz, die hast du ja in Deutschland aufgebaut. Um es mal simpel zu machen, das ist all das, wofür jemand anderes Geld bezahlen würde, weil es einen Wert hat. Tokra, wenn du beispielsweise einen E-Mail-Verteiler hast und Freiberufler in deinem E-Mail-Verteiler hast und du hast 20.000 E-Mail-Adressen da drin, dann hat das einen Wert und ich würde dafür durchaus Geld bezahlen, weil ich das auch für mich nutzen kann. Das hast du an Wert geschaffen, das hat dein Unternehmen an Substanz geschaffen. Und das kannst du nicht einfach steuerfrei aus Deutschland nehmen und woanders hin verlagern. Da wird, also das Ganze wird steuerlich so gehandhabt wie eine Unternehmensveräußerung. Das heißt, wenn du deine Gesellschaft aus Deutschland nimmst, wo die halt in Deutschland Substanz hast und du meldest sie nach Zypern um oder nach Estland oder nach Irland oder nach Panama oder weiß der Geier wohin, dann gibt es quasi eine fiktive Veräußerung deines Unternehmens. Das bedeutet, dass alle stillen Reserven aufgedeckt
werden müssen und im Inland einmal erfasst werden müssen. Stille Reserven sind so, ist das, was nicht bilanziert ist. Das heißt, wenn du, bleibe ich mal beim Beispiel E-Mail-Newsletter-Verteiler, wenn du einen Newsletter-Verteiler von 20.000 Abonnenten hast, dann hast du das ja nicht als Vermögenswert oder als, ja, als Investment irgendwie ausgewiesen oder versteuert. Das ist über die Jahre vielleicht gewachsen, vielleicht arbeitest du da seit 10 Jahren schon dran, aber jetzt hat diese Liste von 20.000 Abonnenten hat natürlich einen gewissen Wert, weil ich dir beispielsweise 5.000 oder 6.000 Euro dafür zahlen würde. Und diese 5.000 oder 6.000 Euro, ziemlich wenig ist, finde ich, für 20.000 Abonnenten, aber diese 5.000 bis 6.000 Euro, die hast du ja nie versteuert. Die musst du aber versteuern, wenn du das wenn das Unternehmen quasi oder das Geldmittel quasi ins Ausland transferiert werden. Das heißt, das muss versteuert werden, sobald da der Sitz verlegt wird. Das heißt, es ist so, wie als wenn du dieses Unternehmen verkaufen willst. Das heißt, da geht man dann einmal hin, listet einmal auf, was gibt es da denn eigentlich an Wert und Substanz in diesem Unternehmen, und darauf muss dann Steuer gezahlt werden. Das heißt, obwohl gar kein Geld fließt, musst du darauf einmal Steuern zahlen. Und das kann natürlich sehr, sehr viel sein. Keine Ahnung, wenn du jetzt in erster Linie Influencer bist und einen YouTube-Kanal aufgebaut hast und 1 Million Abonnenten hast, das hat eine Menge Wert, was du da potenziell hast. Wie man das denn kalkuliert und berechnet und so weiter, kann ich euch jetzt pauschal in einem Webinar das nicht an die Hand geben. Da gibt es jetzt kein Inventarbuch, weil es kann ja in einem einen Geschäftsmodell auch viel mehr wert sein als im anderen, und die Zielgruppe ist auch nicht immer gleich wie der andere. Aber da solltet ihr unbedingt mit einem Steuerberater sprechen, dass das vernünftig erfasst wird. Und der Hintergedanke hinter dem Ganzen ist, so soll halt vermieden werden, dass beim Wegzug quasi dieser Wertzuwachs, der in Deutschland ja stattgefunden hat, dass denn ein anderes Land davon profitiert. Weil Deutschland sagt, naja, du hast quasi die deutsche Infrastruktur und alles hast du genutzt, um quasi diesen Wert zu erschaffen. Diesen Wert kannst du jetzt nicht einfach steuerfrei in ein anderes Land bringen und das andere Land profitiert davon. Und deswegen gibt es quasi diese fiktive Veräußerung, und das soll halt vermeiden, dass dem deutschen Staat Steuern verloren gehen. Wegzugsbesteuerung ist vor allen Dingen dann interessant, habe ich gesagt, in der Regel bei Kapitalgesellschaften. Das heißt, wenn du als Inhaber einer GmbH beispielsweise den Sitz verlegst, weil dann fließt ja auch der Ertrag, fließt das ja auch ins Ausland. Es gibt noch etwas anderes, das ist aber steuerlich gesehen quasi genau das Gleiche. Wenn du ein Einzelunternehmen hast und du das quasi mit dir mitnimmst, das heißt, das Unternehmen bleibt eigentlich gleich, weil du bist das Unternehmen. Das heißt, du gründest keine Kapitalgesellschaft irgendwo im Ausland, sondern du nimmst dein Business einfach mit. Das heißt, auch dann muss das steuerlich erfasst werden. Das heißt, steuerlich wird das ähnlich hoch belastet wie bei der Wegzugsbesteuerung. Es heißt aber Funktionsverlagerung. Könnt ihr auch googeln, wenn das für euch interessant ist. Also wenn ihr quasi Einzelunternehmer seid, ihr seid Freelancer und ihr habt einfach eure Webseite, vielleicht ein Branding, Newsletterliste, Social Media Reichweite und so weiter, dann ist vielleicht nicht Wegzugsbesteuerung das, was für euch entscheidender Faktor ist, sondern die Funktionsverlagerung. Und auch bei der Funktionsverlagerung fallen in der Regel Steuern an. Natürlich kann man das so rechnen, dass das für einen auch vielleicht günstiger ist. Wenn ich jetzt reiner Freelancer bin und ich habe 2 Kunden pro Jahr, für die ich immer mal wieder Projekte mache und habe, keine Ahnung, auch nicht keine außergewöhnlich große Reichweite und sowas auf Social Media und nichts, für das jemand anderes quasi Geld bezahlen würde, weil mein Unternehmen besteht in erster Linie darin, dass, naja, Kunden mich halt anfragen und dann arbeite ich für stundenweise halt für diese Kunden, und wenn der weg ist, dann ist der halt weg und ich suche mir einen neuen Kunden, dann hat dein Unternehmen ja nicht so richtig viel Substanz, und dann muss diese Substanz natürlich auch nicht versteuert werden, die ins Ausland wandert. Genau, und dann habe ich noch einmal erzählt, wo sind denn häufig so stille Reserven? Das heißt, du kannst natürlich deine physischen Güter mitnehmen, also Laptop, Handy und so weiter, deine Waren, falls du im Handel aktiv bist, aber auch wenn du eine App entwickelt hast, eine Software entwickelt hast und du nimmst die quasi mit und willst sie dann oder den Betrieb der App und der Software as a Service, was auch immer, dann aus dem Ausland betreiben, dann ist natürlich diese App einfach mitzunehmen ins Ausland. Ist vielleicht intuitiv logisch, ist aber tatsächlich, du verlagerst quasi das, was du aufgebaut hast in Deutschland, ins Ausland, und das muss steuerlich gewürdigt werden. Das Gleiche gilt dann natürlich auch für was ich erzählt habe, E-Mail-Liste, Social-Media-Reichweite, Webseite und so weiter. Das heißt, alle stillen Reserven müssen da aufgedeckt werden. Dann, also wenn das für euch erledigt ist, das heißt, du hast dafür gesorgt, dass du in Deutschland nicht mehr steuerpflichtig bist, weil du keinen gewöhnlichen Aufenthalt hast, weil du keinen Wohnsitz hast, weil du kein deutsches Einkommen hast und so weiter. Das heißt, du bist nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig. Du hast berücksichtigt, dass das quasi der Transit in ein fremdes Land, dass das erledigt ist.
dann kannst du dich mit einem ausländischen Konstrukt beschäftigen, das für dich vielleicht steuerlich relevant ist. Und bitte auch erst dann. Mach diese Schritte bitte in der richtigen Reihenfolge, weil es gibt da einige Fallstricke. Und ich möchte erstmal auf ein paar Fragen eingehen. Die erste Frage, die ich da immer bekomme, naja, wenn ich hier immer unterwegs bin und alle 2 Monate irgendwie in einem anderen Land bin, wer findet denn eigentlich raus, wenn ich da einfach keine Steuern bezahle? Und das ist tatsächlich irgendwie die Haltung, die ich gefühlt in der digitalen Nomadenszene ganz, 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 ganz häufig sehe. Wer findet das denn eigentlich raus? Und da muss ich dir ganz ehrlicherweise sagen, vielleicht niemand. Vielleicht wird das nie einer rausfinden. Das Ding ist aber, zumindest in Deutschland kann das Finanzamt 10 Jahre zurückgehen und das nochmal nachfordern. Und die Frage ist also nicht, was kann das Finanzamt heute eventuell feststellen, weil irgendwo irgendwas gemeldet wird, sondern das Finanzamt in Deutschland kann 10 Jahre zurückgehen und quasi jetzt noch eine Betriebsprüfung für 2013 machen und deine Buchhaltung ansehen wollen. Das heißt, wenn du grundsätzlich in Deutschland steuerpflichtig wärst, aus irgendwelchen Gründen auch immer, und das Finanzamt ist gar nicht in der Lage, technisch überhaupt nicht in der Lage, das heute herauszufinden, aber in 6 Jahren in der Lage, das herauszufinden, dann kannst du dich in 6 Jahren auch noch erwischen. Das heißt, die Frage ist nie, wer kriegt denn das heute raus? Das können die ja gar nicht. Selbst wenn du weißt, dass sie es nicht können, musst du dir halt mindestens 10 Jahre sicher sein. In Deutschland. Ich kann dir in anderen Ländern das noch nicht mal sagen, wie weit die da zurückgehen können. Deswegen bitte nicht einfach blauäugig loslaufen und sagen, ey, das kann ja gar keiner rauskriegen und ich kenne ja 3 Freunde, die machen das genauso, da ist auch nichts passiert. Ja, es kann gut gehen, es muss aber halt nicht gut gehen. Und nur weil das vielleicht niemand mitbekommt, ist Steuerhinterziehung halt trotzdem Steuerhinterziehung. Und zum Beispiel diese Regelung, diese Meldung, die gemacht werden muss, wenn du Deutschland verlässt, die gibt es auch noch nicht so lange. Die gibt es erst seit 2018. Das heißt, die gibt es erst seit 4 Jahren. Und wenn das bisher auch noch nicht ausgewertet wurde, dann kann das sein, dass in 3 Jahren irgendeine andere Meldung plötzlich zur Pflicht wird. Und dann wird das ausgetauscht plötzlich. Oder dann gibt es irgendein Leak, Panama Papers und so weiter und die steht da irgendwo und dann kann das deutsche Finanzamt plötzlich das überprüfen und so weiter. Und vielleicht passiert das auch erst in 7 Jahren, aber dann hast du in 7 Jahren das Problem. Deswegen, wenn du wirklich nachhaltig, also rechtssicher wirklich ins Auswandern möchtest, dann solltest du das sauber machen und dann solltest du diese 3 Schritte gehen. Steuerpflicht in Deutschland anschauen, die Wegzugsbesteuerung, also das, welche Steuer fallen da an und das ausländische Firmenkonstrukt, Gründungs- und so weiter. Das sind 3 Dinge, die du immer beachten solltest, sonst gibt es Probleme. Auch ein ganz wichtiger Punkt ist, welche Motivation hat mein Gegenüber? Wenn ich jetzt google, und ich mache das einfach mal tatsächlich jetzt direkt, einfach ausländische Gesellschaft Steuern sparen, dann sehe ich so viel Werbung, gleich das erste, legal Steuern sparen, durchschnittliche Steuersparnis von 24%. Sehe ich direkt eine Werbung, gibt es wie Sand am Meer, also gibt es wirklich wie Sand am Meer, überall erklärt mir jeder, wie ich im Ausland Gesellschaften gründen kann und wie das alles ganz, ganz, ganz einfach ist. Das Problem an dieser Stelle ist, sie haben auch recht, die betrachten aber halt immer nur Schritt 3. Und wenn du in Deutschland wohnst und steuerlich registriert bist, dann musst du dich unbedingt mit Schritt 1 und 2 beschäftigen und der Steuerpflicht und der Wegzugsbesteuerung. Dann erst kannst du dich mit den teilweise super einfachen Firmen-Unternehmensregistrierungen im Ausland beschäftigen. Ja, Estland ist ein großes Vorbild, was Digitalisierung betrifft und auch was niedrige Einstiegshürden betrifft für Unternehmensgründungen und so weiter. Riesengroßes Vorbild. Das ist aber erst ein 3. Schritt. Und überlege dir deswegen immer, wenn du diese Angebote siehst und auch wenn du so Seminare siehst und so weiter, was ist deren Motivation? Wie verdienen die Geld? Häufig gibt es gerade viele Anwaltskanzleien und auch Blogger und so weiter, die verdienen Geld damit, indem sie dir halt ein Steuersetup in fremden Ländern verkaufen. Zum Beispiel auf Zypern, zum Beispiel auf Panama, zum Beispiel in Delaware. Und wenn sie damit Geld verdienen, Vermittlungsprovisionen oder Beratungsumsätze und so weiter, dann solltest du dir ganz dringend Gedanken machen, ob das wirklich der richtige Schritt ist, weil die wissen im Zweifel überhaupt gar nicht, welche rechtlichen Konsequenzen das in Deutschland noch hat oder welche Wegzugsbesteuerungssachen du da noch erledigen müssen. Diese helfen dir einfach nur, den 3. Schritt zu machen und nicht den 1. und den 2. Wo ich das auch ganz häufig sehe, sind Offshore-Konten. Also wenn du Konten eröffnen willst und so weiter. Auch Estland beispielsweise. Die erzählen dir dann, wie super einfach das ist, in Estland einen Business-Bank-Account zu öffnen. Ja, es ist super einfach.
Das Problem ist nur, wenn du das halt als Deutscher machst, dann musst du trotzdem in Deutschland Steuern bezahlen. Deswegen überlege dir immer, was ist die Motivation von dem Berater, der mir den ganzen Käse gerade erzählt. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du das, und das solltest du mal hinterfragen. Und wenn dir da die Gründe fein sind, dann ist auch okay. Ich habe überhaupt nichts gegen ausländische Gesellschaften und gegen Auswandern, aber ich sehe, dass da wirklich unglaublich viel Anstiftung zur Steuerhinterziehung stattfindet. Und auch ein wichtiger Punkt, auch das sehe ich immer mal wieder, geh diesen Schritt, wenn du ihn denn gehst mit einer ausländischen Gesellschaft, bitte nicht zu früh. Weil, was passiert, wenn ich mir jetzt angucke, ich habe es ja gerade gegoogelt, ausländische Gesellschaft gründen, international Steuern sparen. Ich kann das jetzt machen. Gehen wir mal davon aus, ich gründe jetzt eine estnische Gesellschaft oder eine Gesellschaft auf Zypern und mache das jetzt. Bin aber ja, weil ich noch einen Wohnsitz in Deutschland habe, noch voll steuerpflichtig in Deutschland. Und vielleicht läuft mein Business auch schon mit der Gesellschaft in Zypern. Das Problem ist jetzt bin ich als Gesellschafter ja immer noch wohnhaft und Wohnsitz in Deutschland mit meiner Gesellschaft auf Zypern oder Estland. Und jetzt baue ich, wenn diese Gesellschaft jetzt an Substanz quasi erzeugt und ein Wert erzeugt wird, also ein Unternehmenswert, und dann ziehe ich um von Deutsch, also denn ich habe den dritten Schritt gemacht und jetzt beschäftige ich mich mit dem ersten Schritt und dem zweiten Schritt, dann bin ich mit meiner ausländischen Gesellschaft und zwar in einem Problem, und zwar haben wir das eben schon betrachtet, und zwar die Wegzugsbesteuerung. Weil dann habe ich ja Wert erschaffen in Deutschland, weil ich als Inhaber der Gesellschaft in Deutschland einen Wert erschaffen habe. Ja, dieser Wert ist eine zum Beispiel eine Zypern-Gesellschaft, aber ich bin ja in Deutschland. Und wenn ich jetzt Deutschland verlasse, dann muss ich den Wert, den ich mit dieser Auslandsgesellschaft aufgebaut habe, nochmal versteuern im Rahmen der Wegzugsbesteuerung, weil ich da ja eventuell schon stille Reserven aufgebaut habe. Deswegen gründet bitte die Auslandsgesellschaft einfach nicht zu früh. Beschäftigt euch mit Schritt 1 und 2 und dann mit 3. Wenn ihr das zu früh macht, und das sehe ich tatsächlich immer mal wieder, dass die Leute gedacht haben, ich gründe das schon mal, kann ja nicht schaden, das schon mal zu haben, dann waren sie aber in Deutschland noch steuerpflichtig, und wenn sie dann privat umziehen ins Ausland, also Wohnsitz verlegen, dann müssen sie in Deutschland plötzlich nochmal, also dann müssen sie die stillen Reserven nochmal aufdecken und müssen quasi das doppelt versteuern. Super ärgerlich, wenn zu schnell gehandelt. Anderer Punkt, den ich auch nochmal ansprechen möchte, so die häufigsten Fehler, ist, diese ganzen Regelungen sind natürlich, und das ist mir vollkommen bewusst, noch wahnsinnig unübersichtlich. Und ich kann dir jetzt nicht den 10-Schritte-Guide zur hundertprozentig rechtlich sauberen Auswandern erzählen. Das ist ehrlicherweise ein bisschen too much, weil du musst immer den ganz individuellen Fall anschauen, die Steuerpflicht anschauen, das Auswandern anschauen und das Steuersetup. Und die Rechtskonstrukte sind dann teilweise von Geschäftsmodell zu Geschäftsmodell, werden sie auch unterschiedlich behandelt. Und diese Regelungen sind sehr unübersichtlich. Das liegt halt auch einfach daran, weil das Steuerrecht, also das deutsche Steuerrecht sowieso irgendwann in den 70er Jahren das letzte Mal aktualisiert wurde. In den 70er Jahren gab es noch nicht den Laptop, den ich mir unter den Arm klemmen konnte, und auch noch nicht das Wi-Fi auf Bali im Coworking Space, wo ich einfach meinen Laptop wieder aufklappen kann und da meinen Job machen kann. Das gab es einfach in den 70er Jahren nicht. Und deswegen war diese Vorstellung der Auslandsgesellschaften und so weiter, gab es überhaupt nicht für Freelancer, für Solopreneure, für diejenigen, die einfach alleine für sich arbeiten. Das gab es noch nie. Und deswegen sind die Gesetze einfach nicht darauf ausgelegt. Und in den anderen Ländern halt in der Regel auch nicht. Gut, andere Länder sind manchmal auch ein bisschen schneller als die deutschen Länder. Aber das ist, deswegen gibt es viele, viele, viele dieser ganzen Gesetze, sind sehr, sehr sperrig und unfassbar umständlich. Das heißt aber nicht, dass das in Zukunft auch so bleiben wird. Und das meine ich auch nochmal mit, die Finanzämter dürfen auch in den Jahren zurückgehen und dürfen euch da nochmal prüfen. Das heißt, ihr müsst schon davon ausgehen, dass es auch Regelungen gibt, wie zum Beispiel die Meldepflicht auf EU-Ebene. Es kann ja sein, dass in Brüssel jetzt irgendwas entschieden wird, was für dich dann relevant ist. Und deswegen ist wirklich mein dringender Appell, geht die Schritte strukturiert vor, um wirklich rechtlich sauber auswandern zu können. Wenn ihr das einfach irgendwie macht und sagt, Graubereich ist egal, wilder Westen, interessiert gar keinen, kann es halt immer mal passieren, dass es in ein paar Jahren doch mal jemanden interessiert. So, jetzt tut es mir aufrichtig leid. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier jetzt so eine Abwärtsspirale sind, wo ich euch die ganze Zeit versuche, das auszureden, dass das alles so toll und einfach ist. Es kann sich extrem lohnen und es kann sich wirklich auch lohnen. Wir haben andere Länder, wo ihr 10%, 15% Steuern zahlt. Und wenn ihr wirklich euren Lebensmittelpunkt dauerhaft in ein anderes Land verlegen wollt oder auch wirklich dauerhaft unterwegs sein wollt und in Deutschland nicht mehr eure Zukunft seht, dann kann das
einen großen Unterschied machen. Wie gesagt, ihr zahlt 40-50% Steuern in Deutschland und wenn ihr dann plötzlich nur noch 10% zahlt, dann kann das finanziell sehr, sehr, sehr attraktiv sein. Es sollte aber halt nicht euer ausschließliche Motivation sein, weil dann wird es tatsächlich ein bisschen schwierig und probiert es bitte aus. Tokra hat auch noch eine sehr, sehr wichtige Frage. Erstens, gelten sowohl die Wegzugsbesteuerung als auch die Entstrickung nur für deutsche Staatsbürger oder für jeden, der aus Deutschland auswandert? Das gilt für jeden, der in Deutschland steuerpflichtig war. Das heißt, die Staatsbürgerschaft ist vollkommen egal. Für die Steuerpflicht in Deutschland ist die Staatsbürgerschaft vollkommen egal. Es geht darum, dass du halt vorher in Deutschland quasi diesen Wachstum an Unternehmenssubstanz hattest. Die Staatsbürgerschaft ist dabei tatsächlich sowas von egal. Sowohl beim Reinziehen, also sowohl nach Deutschland ziehen, als auch von Deutschland rausziehen, ist die Staatsbürgerschaft vollkommen irrelevant. Nächste Frage. Welche Umstände, Konstellationen, natürlich legal, müssten denn vorliegen, damit man bei einer Auswanderung steuerlich überhaupt nichts abfüllen muss? Das ist das Beispiel, was ich eben so ein bisschen angerissen habe. Wenn du beispielsweise Projektarbeit machst, ganz normal, du hast 1, 2, 3, 4 Kunden, das ist vielleicht aus dem Netzwerk und du lebst immer von so Weiterempfehlungen und so weiter, du hast nicht wirklich etwas, für das dir jemand anderes Geld zahlen würde. Ich glaube, so diese Substanz kannst du ganz gut damit bemessen, ob jemand anderes dir dafür Geld geben würde. Wenn du jetzt Kunden hattest in der Vergangenheit, die dich potenziell auch mal weiterempfehlen oder, keine Ahnung, du deine 20 LinkedIn-Kontakte hast und da gewinnst du immer mal wieder Kunden, ist das nichts, wofür jemand anderes dir Geld bezahlen würde. Das hat für dich einen Wert, aber für niemand anderen. Das heißt, das an sich ist keine Substanz. Und wenn du so dein Geschäftsmodell hast, keine Ahnung, bist zum Beispiel Softwareentwickler, JavaScript-Programmierer, Entwickler und hast da deine paar Kunden und Projekte und hast auch nicht wirklich Equipment, hast vielleicht einen Laptop, der aber auch schon abgeschrieben ist in der Buchhaltung und so weiter und sagst, das mache ich jetzt aus Zypern, dann hast du nicht wirklich Wert, den du da jetzt mitnimmst und damit gibt es da auch nichts, was du denn quasi mitnimmst und wo du irgendwas versteuern musst. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, würde jemand anderes dir dafür theoretisch grundsätzlich Geld bezahlen? Dann musst du das quasi versteuern. Und das ist gerade im Freelance-Bereich doch relativ häufig sogar der Fall. Also sowas wie deine eigene Reputation, das hat jetzt keinen Wert, den du irgendwie bilanzieren kannst oder wo du ein Preisschild dranhängen kannst. Der ist für dich gut, aber deine Reputation kann ich dir zum Beispiel nicht abkaufen. Und wenn du sowas hast, dann musst du darauf keine Steuern zahlen. Ich wollte euch jetzt nicht vollkommen desillusionieren. Ich sehe nur wirklich, dass da so unglaublich viel wirklich gefährliches Wissen im Internet rumsteht. Deswegen wollte ich einmal kurz erzählen, was alles nicht geht. Und wollte auch so ein bisschen appellieren, dass wenn ihr euch damit beschäftigt, erstens, probiert es einfach aus. Ihr könnt ganz normal in Deutschland steuerpflichtig bleiben. Habt dann einfach einen Wohnsitz hier. Dann zahlt ihr ganz normal in Deutschland Steuern. Probiert es einfach ein paar Monate aus. Und wenn das dann interessant ist, bitte sprecht mit einem deutschen Steuerberater und ganz bitte auch nicht mit irgendeinem komischen Wald- und Wiesensteuerberater, der davon überhaupt gar keine Ahnung hat, weil das ist ein Thema, mit dem beschäftigen sich Steuerberater auch nicht so besonders häufig. Und ihr würdet auch bei einem gebrochenen Fuß nicht zu einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt gehen oder zu einem Chirurgen und sowas. Ihr geht dann zu einem Fachmann oder Frau. Und das solltet ihr bitte auch in dem Fall machen. Geht zu einem Steuerberater, der davon Ahnung hat. Und damit auch an dieser Stelle, das ist auch nicht unser Kernbusiness zum Beispiel. Reverse 4.6. Muss ich beim Abmelden in Deutschland den Perso abgeben oder wenn ich länger in einem anderen Land gemeldet wäre? Nein, das weiß ich tatsächlich auch, weil meine Frau hat, oder meine jetzige Frau, damals nicht Frau, hat sich nämlich, als ich in Deutschland noch meinen Wohnsitz hatte, einfach abgemeldet aus Deutschland. Du kriegst einen Aufkleber tatsächlich da, wo das Adressfeld steht und da steht dann drauf, kein Hauptwohnsitz in Deutschland. Das heißt, du behältst dein Perso, brauchst du auch dringend, wenn du dich zum Beispiel mal ausweisen musst, zum Beispiel um Reisepass zu verlängern, weil der läuft ja aus. Und was ist, wenn du in Deutschland gar nicht mehr wohnst? Wie musst du dich ausweisen und so weiter? Oder das auch in der Botschaft und so weiter. Das heißt, du behältst dein Perso, da steht dann aber drauf, dass du halt keinen Hauptwohnsitz in Deutschland hast. Und im deutschen System steht dann drin, keine Ahnung, wohnhaft in. Und dann interessiert die, glaube ich, auch, da hat die, glaube ich, nur das Land interessiert. Das heißt, da steht dann intern drin einfach nicht mehr, Deutschland ist ja halt nicht mehr zuständig. Tokra fragt, wie sieht es eigentlich aus, wenn man in Deutschland beispielsweise unter einer englischen Limited oder einer US-LLC firmiert? Ich nehme an, dann ist man bei Auswanderung genauso von der Wegzugsbesteuerung, Entstrickung betroffen, oder? Ja, genau.
Das ist genau das Problem. Viele Leute glauben, dass sie einfach eine ausländische Gesellschaft gründen können. Ich nehme einfach mal die LLC aus USA. Ist aber nicht der Fall. Du hast dann einfach eine LLC in Deutschland und bist auch in Deutschland steuerpflichtig. Das heißt, du musst laufend deine Gewinne in Deutschland versteuern, ganz normal. Da hilft dir deine Auslandsgesellschaft gar nichts. Das Einzige, was super ätzend für dich ist, ist, dass du unter Umständen andere zusätzliche Bürokratieanforderungen hast, weil du zum Beispiel in den USA vielleicht noch was machen musst und wahrscheinlich in Deutschland auch keinen Steuerberater findest, der sich jetzt mit LLCs auskennt. Oder vielleicht findest du einen, der kostet aber dreimal so viel, weil das halt kein Wissen ist, was du sonst hast. Und du hast damit quasi eine LLC in Deutschland, mit Sitz in Deutschland, und hast trotzdem den Substanzwachstum, also den Wert des Unternehmens steigert sich in Deutschland. Und wenn du die dann in ein anderes Land anmeldest, dann hast du genau das Gleiche, dass diese Substanz aus der in Deutschland angemeldeten LLC, also Betriebssitz, Betriebsstätte in Deutschland, aus dem Land rausbekommen möchtest. Auch das musst du natürlich versteuern, ja. Also die Rechtsform ist da zweitrangig. Und natürlich kannst du auch in Deutschland einfach jede andere Rechtsform nehmen. Kann ich dir nur dringend nicht empfehlen, weil es lohnt sich nur, wenn du das Erlebnis haben möchtest und dich damit selbst beschäftigen möchtest. Aber es hilft dir steuerlich auf keinen Fall. Florian fragt, was an Ertragssteuern im Ausland theoretisch gespart werden kann, geht für Honorare an lokale Rechtsberater und Steuerberater wieder raus. Es ist kompliziert. Ja, genau. Also es gibt Konstellationen. Und wie gesagt, ich finde, Steuersparen darf nicht im Mittelpunkt stehen. Und rechnet euch einfach mal aus, was könntet ihr denn theoretisch sparen, wenn ihr statt eurem Steuersatz vielleicht 20% zahlt. Die wenigsten zahlen ja tatsächlich als Durchschnittssteuersatz in Deutschland wirklich 50%. Dafür müsst ihr ja wirklich Hunderttausende Einkommen haben. Wenn ihr in Deutschland, keine Ahnung, 60.000 Euro im Jahr verdient, dann könnt ihr euch ja mal ausrechnen, was ihr in Deutschland an Steuern zahlt. Das sind keine 50% und was ihr woanders zahlen würdet. Und dann habt ihr die Differenz, die eure Steuersparnis. Genau, und dann könnt ihr euch überlegen, was die Rechtsanwälte und Steuerberater in dem anderen Ausland, weil ihr euch da ja nicht auskennt, was würden die kosten? Und da hast du vollkommen recht, Florian, das ist zum Teil halt einfach so, dass du denn die Steuersparnis halt an irgendwelche Rechtsanwälte und Steuerberater zahlst, dann aber zusätzlich on top halt einfach die rechtliche Unsicherheit hast, dass vielleicht irgendwas geändert wird und du das irgendwie nicht mitbekommst und so weiter. Deswegen kann sein, wenn ihr jetzt aber viel verdient, es kann sich auch absolut rechnen, gar kein Problem. Also es gibt ja auch Konstellationen, wie ihr überhaupt gar keine Steuern zahlen müsst, das geht auch. Und ich meine, wenn ihr 200.000 Euro Gewinn macht im Jahr, Einkommen habt und statt keine Ahnung, 70.000, 80.000 Steuern gar nichts mehr bezahlt, dann kann man nochmal 10.000 Euro für Anwälte und Steuerberater ausgeben. Das ist es denn schon wert. Die Frage, es ist immer, also es ist ja vollkommen legitim, auch ins Ausland auszuwandern, auch aus steuerlichen Gründen. Sollte nur nicht der Haupttreiber sein, meiner persönlichen Meinung nach. Prima! Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich danke euch für eure Beteiligung. Ich hoffe nicht, dass ich euch das jetzt zu madig geredet habe. Wie gesagt, ich war selbst eine ganze Weile in Südostasien unterwegs, habe aber tatsächlich steuerlich mir diesen ganzen Kopfschmerz nie antun wollen. Und deswegen war ich einfach ganz geschmeidig die ganze Zeit in Deutschland steuerpflichtig, habe die Sonne genossen und habe einfach die deutsche Steuer gezahlt. Fühle ich mich nicht schlecht mit. Vielen Dank dir für deine Beteiligung. Vielen Dank an alle anderen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Genießt hoffentlich die sonnigen Tage. Bleibt gesund. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.